Während des Stickens kann es Ihnen passieren, dass der Ober- oder Unterfaden abreißt. Falls der Faden reißt, wird die Skitch den Stickvorgang unterbrechen und Ihnen eine entsprechende Fehlermeldung anzeigen. Damit Sie später an genau der Stelle weitersticken können, wo der Faden gerissen ist, klicken Sie unter der Stichanzeige auf den kleinen blauen Text, um genau zu dem Stich zu springen, bei dem der Faden gerissen ist. In diesem Fall springen wir von Stich 413 zu Stich 407. Natürlich können Sie aber auch immer manuell in den Stichen zurückspringen, indem Sie auf die Stichzahl tippen und dann mit Hilfe der Pfeiltasten zurückgehen. Drücken Sie anschließend an der Maschine einmal auf die Annahmetaste und schneiden Sie den Faden ab. Selbst wenn Ihnen der Oberfaden gerissen sein sollte, ist dieser Schritt notwendig, damit auch der Unterfaden abgeschnitten wird. Setzen Sie anschließend gegebenenfalls die Nadel in Ihre Ausgangsposition zurück und drücken dann erneut die Annahmetaste. Nun können Sie den Faden erneut einfädeln. Jetzt können Sie, wie sonst auch, ganz normal mit dem Sticken fortfahren. Sollte Ihnen der Unterfaden zwischendrin leer gehen oder reißen, wird Ihnen das ebenfalls mit einer Fehlermeldung angezeigt. Verfahren Sie dann genauso wie auch zuvor gezeigt und gehen Sie an die Stelle, an welcher der Fehler aufgetaucht ist. In diesem Fall springen wir von Stich 204 zu Stich 202. Auch hier können Sie die Stiche natürlich auch manuell zurückgehen. Drücken Sie die Annahmetaste und entfernen Sie dann den Stickrahmen. Drücken Sie anschließend erneut die Annahmetaste und entfernen Sie jetzt die Abdeckung der Unterfadenspule. Jetzt können Sie die alte Spule entfernen und eine neue einlegen. Sollte Ihnen lediglich der Faden gerissen sein, reicht es natürlich, wenn Sie den Unterfaden einfach neu einfädeln. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein und befestigen dann den Stickrahmen wieder an der Maschine. Halten Sie die Annahmetaste einen Moment gedrückt und nun können Sie mit dem Sticken wie gewohnt fortfahren.